darf jetzt wirklich euch hier als Podiumsgäste und Sie hier alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr herzlich begrüßen zu dieser Spezialausgabe des Web mit EB Talk, Web mit großem EB für Erwachsenenbildung, also unser Online-Diskussionsformat hier auf erwachsenenbildung.at. Ich bin Birgit Aschemann und bin hier heute für die Moderation zuständig und gleich neben mir im Bild mit der Unterschrift Conedu Technik Support sehen Sie meine Kollegin Karin Kulmer, die ja hier heute mit dabei ist, um die Veranstaltung technisch zu unterstützen. Und bitte nicht wundern, wenn sie jetzt bald verschwinden wird. Hallo Karin, sie ist einfach zum technischen Support dabei und wird dann mit der Zeit in den Hintergrund gehen. Wir sind Projektträger von Erwachsenenbildung.at mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und dieser spezielle Webtalk hier wird auch von der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung gefördert. Wir sind heute Gastgeber dieser eineinhalbstündigen Online-Diskussion über ein brennendes Thema, nämlich die Digitalisierung und speziell eine gute und aktive Rolle der Erwachsenenbildung in der Digitalisierung. Und wer Sie sind, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben Sie ja schon begonnen, uns wissen zu lassen in dieser Umfrage, die wir da links unten schon eingeblendet haben. Viele haben ja jetzt schon im Vorfeld teilgenommen, die es noch nicht getan haben, bitte ich Sie auch noch sich zu outen. Es gibt immer einen ganz schönen Überblick, wer hier ist, also von der beruflichen Funktion her. Ist einfach auch fein zu wissen. Ich sehe schon, es laufen auch im Chat die Begrüßungen einiger, die sich kennen. Sie können auch den Chat verwenden, um sich jetzt noch vorzustellen und natürlich auch weiterhin den Chat verwenden, um Fragen zu stellen oder sich an der Diskussion zu beteiligen. Ich ersuche um Verständnis dafür, dass wir wegen der Größe der Gruppe nicht Bild- und Tonrechte an alle Teilnehmenden vergeben, sondern jetzt vorwiegend mal einfach in Art einer Podiumsdiskussion starten. Es gibt aber eben die Möglichkeit, über den Chat sich zu beteiligen. Und ich versuche einfach die Fragen aus dem Chat auch gut wahrzunehmen, ans Podium weiterzugeben. Und wir haben noch zwei Umfragen vorbereitet, die wirklich dazu dienen, sie gut hereinzuholen aus dem Publikum in die Diskussion, sodass man wirklich an den springenden zentralen Punkten der Diskussion auch aufgreifen können und wahrnehmen können, was Sie zu den jeweils relevanten Punkten denken aus dem Publikum. Bitte beachten Sie auch, dass dieser Webtalk aufgezeichnet wird. Wenn Sie sich angemeldet haben, haben Sie dazu auch schon Ihre Zustimmung gegeben. Die Aufzeichnung läuft auch schon. Ich freue mich jetzt, die Podiumsgäste zu begrüßen und beginne gleich in alphabetischer Reihenfolge und auch gleich direkt neben mir hier Gabi Filzmoser zu begrüßen. Sie ist Geschäftsführerin der AG Bildungshäuser Österreich und ist für das kooperative System der österreichischen Erwachsenenbildung für die Entwicklung, Organisation und Durchführung der Bildungsmanagement-Lehrgänge im BIFEP verantwortlich. Und sie hat jetzt in letzter Zeit auch eine Arbeitsgruppe der WBA, der Österreichischen Weiterbildungsakademie, geleitet, wo es darum gegangen ist, die Medienkompetenz neu zu definieren und ins Qualifikationsprofil der WBA neu in der Neudefinition aufzunehmen. Genau. Dankeschön. Jetzt, hallo Gabi. Jetzt am Schluss dazugekommen in alphabetischer Reihenfolge. Der nächste ist Christian Gläuber, Leiter des Bundesinstituts für Erwachsenenbildung und seit 1991 in der Erwachsenenbildung in Österreich tätig, mit Schwerpunkten auf selbstgesteuertes Lernen und autonomes Lernen und auf Theoriekritik der Erwachsenenbildung. Christian, du hast ja schon sozusagen die erste Alphabetisierungswelle, wenn ich das jetzt einmal salopp so nennen darf, miterlebt und wirklich schon sozusagen einen langen Bezug zu diesem Thema und natürlich zu anderen Themen, die ich jetzt eben als deine Arbeitsschwerpunkte nennen durfte. Und es ist fein, dich heute hier zu haben. Hallo Christian. Hallo, danke schön, Grüß. Neben dir Christian Helmut Beißel.
Helmut Beißel, Geschäftsführer von Commit, hat Studien zur Rolle der nicht kommerziellen Radios und Fernsehsender als niederschwellige Lernräume verfasst. Und Helmut Beißel konzipiert auch Weiterbildungsangebote zum Schwerpunkt kritische Medienkompetenz. So zum Beispiel letzte Woche am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung eine Veranstaltung zu Medien und Demokratie im Wandel. Du bringst da auch ganz wesentliche Aspekte ein in die Diskussion, Helmut, und ich bin sehr froh, dass wir auch dich heute gewinnen konnten, hier mit uns dabei zu sein in dieser Diskussion. Hallo Helmut. Hallo, Annette. Ja, freut mich auch, dass es zustande gekommen ist. Ja, und last but not least, wir haben hier Joachim Sucker dabei. Joachim Sucker, in Deutschland allen Erwachsenenbildnern und Erwachsenenbildnerinnen ein Begriff, und über Deutschland hinaus. Joachim, du bist Kaufmann und Sozialpädagoge, hast 25 Jahre in der VHS Hamburg verbracht. Jetzt bist du Blogger, bekannt auch über deinen Blog Alles aus Zucker und vor allem auch über mehrere MOOCs, Massive Open Online Courses in der Erwachsenenbildung, die du in den letzten Jahren mit initiiert und gestaltet hast, so zum Beispiel den VHS MOOC, den Ich MOOC, den Leuchtfeuer 4.0 MOOC, und bist ja auch Mitinitiator des Konzepts Erweiterte Lernwelten des Deutschen Volkshochschulverbands und selbstständiger Innovationsbegleiter für Erwachsenenbildung, Moderator diverser Online-Gruppen. Hallo Joachim, schön, dass du mit uns heute dabei bist. Ja. Hallo in die Runde. Hallo. Wir haben ein hochkarätig besetztes Publikum, nicht nur was das Know-how betrifft zum Thema Erwachsenenbildung und Digitalisierung, sondern auch was die Verantwortung in diesem Feld betrifft, ja. Also was so die Funktionen in der Erwachsenenbildung betrifft, die alle ein Stück weit mit Verantwortlichkeiten im Kontext der Digitalisierung einhergehen. Und ja, wir diskutieren ja das Thema Digitalisierung heute mit einem etwas anderen Schwerpunkt, als das in Veranstaltungen in letzter Zeit diskutiert worden ist. Also es gibt ja schon viele Veranstaltungen dazu. Ich denke, ich muss die nicht aufzählen. Die meisten von euch und auch aus den Zuhörerinnen, Teilnehmerinnen werden sich locker an 2, 3, 4 Veranstaltungen der letzten 1, 2 Jahre erinnern, wo es um Erwachsenenbildung und Digitalisierung ging. Wir haben heute gesagt, wir legen den Schwerpunkt auf die Frage, was braucht die Erwachsenenbildung, um in der Digitalisierung eine gute, aktive Rolle zu spielen, und zwar außer technischem Know-how und didaktischem Know-how. Und wenn ich das so formuliere, dann sind da eigentlich zwei Prämissen hinterlegt. Die eine Prämisse ist, die Erwachsenenbildung will eine gute, aktive Rolle spielen. Und die zweite Prämisse ist, sie braucht digitales und didaktisches Know-how. Und eigentlich die dritte ist, sie braucht mehr als digitales und didaktisches Know-how. Ich lasse das jetzt mal so dahingestellt. Ich denke mal, davon können wir ausgehen. Wir schauen mal, wie weit diese Prämissen halten. Vielleicht kommen wir in der Diskussion auch an die Grenzen dessen. Wir gehen mal davon aus, und ich werde in der Moderation versuchen, immer wieder auf diese Frage zurückzulenken. Wir haben euch hier als Podiumsgäste ja gebeten, zu dieser Frage, was braucht die Erwachsenenbildung, um in der Digitalisierung eine gute, aktive Rolle zu spielen, auch schon was vorzubereiten, also ganz kurze Statements vorzubereiten, 3 Statements, 3 Thesen pro Person. Und wir steigen jetzt direkt ins Thema ein, indem ich euch bitten werde, eure Thesen jetzt mal zu präsentieren, und ich werde dabei eine Präsentation durchklicken, beziehungsweise werden wir mit der Präsentation von Joachim, von dir Joachim, von Joachim Sucker starten, der seine Thesen mit animierten Folien hinterlegt hat, und ich bitte dich Joachim jetzt einfach direkt einzusteigen und da in der Präsentation weiter zu klicken. Du kommst in deine animierten Folien und kannst gleich starten. Was ist denn deine Sicht der Dinge? Was braucht die Erwachsenenbildung für eine gute, aktive Rolle? Okay, jetzt starte ich erstmal meinen Timer, ne? Und gucke mal auf die Uhr. Ich versuche das mal relativ zügig zu machen. Also ich gehe da ein bisschen grundsätzlich heran, weil die Debatte der Erwachsenenbildung in der Digitalisierung ist oft begrenzt auf Medienkompetenz. Und für mich ist das so ein bisschen der Begriff Medienkompetenz, die Spielwiese der Erwachsenenbildung. Und deswegen gehe ich da grundsätzlich heran und sage, die Erwachsenenbildung muss erstmal den digitalen Wandel verstehen. Was meine ich mit digitalen Wandel? Also ich meine solche Sachen wie
Datenschutz war gestern, heute ist Datensouveränität. Ich sehe die ganzen Felder Zukunft der Arbeit, das heißt, zu uns kommen Menschen oder junge Leute werden von ihren Eltern beraten, was für Berufe vielleicht in der Zukunft noch eine Rolle spielen und das ist vielleicht ganz anders und darauf muss man reagieren. Die ganze ökonomische Entwicklung, das ist meinetwegen letztendlich der Wert von Unternehmen zukünftig eher an so Plattformkapitalismus gebunden ist, also die ganze Wertsteigerung, das ist ein Riesenthema. Es ist ein Riesenthema, das Netz, und zwar die Kommunikation im Netz. Viele von unseren Kollegen sind in diesem Netz eigentlich nur rudimentär vertreten. Das ist aber ganz wichtig, um das Netz überhaupt zu verstehen. Und das ist mein Lieblingsthema mit, wir haben alle so Alexa und Echo und so weiter im Kopf und als Anbieter von großen Unternehmen, aber diese Technologie wird im Smart Home unser eigener Bot in Zukunft werden. Das ist eine ganz spannende Entwicklung. Und die Individualisierung von Daten, das zeigt sich in ganz vielen Bereichen, sagen wir mal so im Gesundheitsbereich oder im Versicherungsbereich, werden wir dazu kommen, dass erste Unternehmen sagen, man kann zum Beispiel bei Hancock nur eine Lebensversicherung abschließen, wenn man eine entsprechende Datenuhr hat oder andere Armbänder und die Versicherung auf die Daten zugreifen kann. Das führt letztendlich zu gesellschaftlichen Umwälzungen, weil damit der sozusagen die Solidargemeinschaft extrem gefährdet ist. Zweite These ist, die Erwachsenenbildung sollte erkennen, dass Digitalisierung qua Auftrag ein primäres Handlungsfeld ist. Ich verstehe Erwachsenenbildung in einer Demokratie auch als wichtigen Part, die Demokratie zu fördern. Und was wir im Moment erleben, ist durch technische Entwicklung, Blockchain, Gesundheit, künstliche Intelligenz, Sprachenvermittlung, die Roboter zunehmend Aufgaben übernehmen und die Geheimdienste auf unsere Daten zugreifen, sehe ich im Grunde genommen auf der anderen Seite eine Reaktion, die sagt, wir wollen einfache Antworten. Das sehen wir an der Politik, das sehen wir am Brexit und. Und letztendlich ist die Aufgabe der Erwachsenenbildung, gegen diese Angst sozusagen zu bilden. Die Volkshochschulen hatten mal so einen Grundsatz, Demokratie braucht Bildung. Und das sehe ich auch sehr stark. Und am Ende ist es so, wenn man fragt, was ist eigentlich ganz konkret die Aufgabe von einzelnen Weiterbildungseinrichtungen, dann würde ich das konkret so fassen, dass sie letztendlich, hier habe ich noch zwei Sachen vergessen, also wir dürfen die Digitalisierung nicht so isoliert betrachten, sondern sie ist im Zuge der Globalisierung oder des Klimawandels nur ein Punkt von dreien, die im Moment mächtig Angst machen, mächtig Zukunftsangst. Und das wird unser Thema sein. Und ich bin der Meinung, dass die Weiterbildungseinrichtung im Sinne einer digitalen Volksbildung und für die Kommune Lösungen anbieten. Also nicht so sehr immer nur alles sozusagen kritisieren, weil wichtig ist, bevor man kritisiert, muss man es verstehen. Und die Lösungen können kommunale Lösungen sein, hier unten. Ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht. Ist hier so ein Bildungsanteil, aber es gibt ganz viel in der Kommune, wo das kommunale Zusammenwachsen von Menschen an ganz bestimmte digitale Dienste geknüpft ist. Und damit hängt auch die ganze Netzwerkarbeit zusammen. Und insofern muss die Weiterbildung dort in diesem Bereich sich mächtig qualifizieren. Okay, das ist mein Punkt, die These. 5 Minuten und 6 Sekunden. Wow, eine zeitliche Punktlandung und also einfach wirklich ein sehr interessantes und auch aufrüttelndes Einstiegsstatement. Ich schau mal, was du, Helmut, wenn du den Anschluss machen möchtest, hier an Einstiegsthesen für uns vorbereitet hast, ob das in eine ähnliche oder eine andere Richtung geht. Helmut Peißl, bitte. Ja, danke, das war jetzt
schon ein Einstieg, wo ich mich eigentlich zu großen Teilen anschließen kann. Weil die erste These von mir ist mal, die mediale Alphabetisierung der Bürgerinnen ist eine Voraussetzung ihrer Partizipation an unserer Gesellschaft. Diese Aussage ist jetzt nicht neu, sondern die hat natürlich mit der ganzen Diskussion um Mediatisierung zu tun, die jetzt sozusagen vielleicht weitergetrieben wird durch die Datafizierung. Ja, also ich muss noch kurz drauf zu sprechen kommen. Aber Mediatisierung heißt eigentlich, dass jetzt in den letzten, eigentlich seit den 70er Jahren so verstärkt, Wahrnehmung von Wirklichkeit immer stärker medienvermittelt passiert. Medien einerseits sozusagen die Vermittlungsinstanz sind, aber andererseits auch verstärkt Thema werden der Auseinandersetzung. Das heißt, sie durchdringen den Alltag immer stärker. Mit der Digitalisierung, die jetzt auch natürlich schon eine längere Geschichte hat, hat sich sozusagen haben sich die Auswirkungen der Mediatisierung einfach nochmal verstärkt, ja, und das hat dann nochmal zu einer Beschleunigung geführt. Und hier, wie eh schon angesprochen worden ist, fließen zusammen Effekte von Globalisierung, Individualisierung, aber ganz stark auch Kommerzialisierung. Es sind einfach hier einfach ganz neue kommerzielle Modelle entstanden, die eigentlich den Hauptantrieb jetzt auch bilden, ja. Und das zu verstehen, denke ich, ist für Bürgerinnen wirklich eine ganz wichtige Voraussetzung, um gesellschaftlich partizipieren zu können, um auch als politische Akteure in der Gesellschaft teilnehmen zu können. Jetzt die Anforderung an die Erwachsenenbildung wäre in dem Bereich einen Beitrag zu leisten, damit eben wirklich alle Menschen Medienkompetenz entwickeln können. Medienkompetenz heißt jetzt mal grob gesagt Fähigkeit zur Medienkritik, also sich kritisch auseinanderzusetzen, einfach analysieren zu können, Medieninhalte unterschiedlichster Quellen. Das geht von Zeitungen bis zu Twitter-Postings oder Inhalte auf den unterschiedlichsten Plattformen. Medienkunde, das heißt ganz einfach auch die verschiedenen Medienarten zu kennen, zu verstehen, wie sie funktionieren. Mediennutzung heißt für sich selbst natürlich auch herauszuentwickeln, was macht für mich Sinn und auch die Sachen bedienen zu können. Und extrem wichtig natürlich auch die aktive Mediengestaltung, was aber jetzt nicht heißt, nur unbedingt jetzt da vielleicht auf Facebook, sondern auf Twitter, sondern durchaus vielleicht auch in der Lage zu sein, einen Artikel zu schreiben, eine Radiosendung zu gestalten, einen Videobeitrag zu gestalten. Mittlerweile verfließen die Möglichkeiten ja auch auf den Plattformen. Was aber jetzt neu dazu kommt, also diese Aspekte der Medienkompetenz kommen schon aus den 80er und 90er Jahren. Was aber jetzt neu dazu kommt, ist klar, im Rahmen der verstärkten Digitalisierung sind die Aspekte wie Datensouveränität, oder jetzt auch ein Bewusstsein in Bezug auf Datengerechtigkeit, also ein Begriff, der zunehmend auftritt, und natürlich für Privacy. Privacy, also Privatsphäre, ein Thema, was eigentlich lange Zeit vernachlässigt worden ist, dann eigentlich vielleicht für viele negativ irgendwo in Erinnerung ist jetzt mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung, obwohl die eigentlich ein sehr wichtiges Element ist, um hier mehr Bewusstsein zu schaffen. Aber man muss die Dinge natürlich auch mit einer entsprechenden Vorlaufzeit betrachten. Also Privatsphäre ist, glaube ich, etwas, was zunehmend auch ein Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und warum es darum jetzt geht, ist eigentlich verstärkt eine kritische Auseinandersetzung mit ethischen und politischen Fragen. Weil, also wie gesagt, viele Entwicklungen sind rein ökonomisch und kommerziell getrieben. Technik ist nicht neutral, sondern ist gestaltbar. Und hier geht es einfach darum, dass die Lernenden verstehen müssen, also wie die Dinge zusammenhängen, welche Handlungsräume es gibt und wie sie sozusagen in diesen Handlungsräumen ihre eigenen Interessen wahrnehmen können und auch letztendlich, welche
Forderungen oder Positionen Sie auch gegenüber der Politik, auch gegenüber den wirtschaftlichen Akteuren formulieren müssen, um Ihre eigenen Interessen zu wahren. Und hier geht es einfach auch darum zu verstehen, dass es selten so ist, dass es keine Alternativen gibt, ja, sondern man sich halt auch gegenwärtig sein muss, dass es zu vielen kommerziellen Plattformen durchaus auch nicht kommerzielle Plattformen gibt, wo die Logik, wo die Algorithmen sehr viel anders konstruiert sind. Zum Beispiel gibt es natürlich auch die Auseinandersetzung, was wären zum Beispiel Social Media Plattformen im Sinne von Public Service, also was wären Algorithmen, die nach einem Public Value Aspekt programmiert werden und nicht nach einer Gewinnoptimierung. Das sind Dinge, die müssten einfach Teil eines allgemeinen Wissens sein. Und ja, damit schließe ich mal den Start. Ja, vielen Dank, Helmut. Ich habe so den Eindruck gehabt beim Zuhören, ihr liegt nicht so weit auseinander, Joachim und Helmut, wenn gleich von unterschiedlichen Richtungen an die Frage herangehend, kommt ihr zu ähnlichen Kernpunkten. Ich gebe jetzt mal weiter an Gabi Filzmoser und bitte dich, Gabi, du hast ein bisschen andere Perspektive mit den Bildungshäusern und den Organisationen, mal vorzustellen, was denn deine Ausgangsthesen sind zur Frage, was braucht die Erwachsenenbildung für eine gute und aktive Rolle im Kontext der Digitalisierung. Gabi, bitte. Ja, also Medienkompetenz ist nicht alles, da gebe ich dir recht, Joachim, aber dennoch können wir, wenn es darum geht, was braucht die Erwachsenenbildung, können wir über Medienkompetenz nicht ganz die nicht auslassen. Also einerseits wird natürlich von der EU gefördert, dass Bürgerinnen bestimmte Kompetenzen haben sollen, um an den digitalen Veränderungen teilhaben zu können. Andererseits braucht es aber auch oder brauchen wir Erwachsenenbildnerinnen eine Reihe an Kompetenzen, damit wir eben das in Zukunft auch gut gestalten können. Die Frage ist aber vielmehr eben, welche Kompetenzen das wir brauchen oder was eben die Bürger, Bürgerinnen brauchen. Und diese Frage, denke ich, ist nicht so leicht zu beantworten, nachdem das, ja, es gibt einfach verschiedene Kompetenzrahmen und je nach Fokus und Zielen werden die auch unterschiedlich formuliert. Ich habe da jetzt mitgebracht die Definition des Europäischen Rates, die meiner Meinung nach eben sehr hilfreich ist. Also der Europäische Rat spricht von technischen, kognitiven, sozialen und auch staatsbürgerschaftlichen und kreativen Fähigkeiten. Und dann legt sie drüber die Notwendigkeit eines kritischen Umgangs, so wie es der Helmut jetzt da schon genannt hat. Ja, ich denke, da an den kann man sich gut orientieren und das ist einerseits eben, ergibt es eine Reihe von Inhalten, die wir in der Erwachsenenbildung aufgreifen können. Das ist vielleicht auch das, was der Joachim unter Handlungsfeld vorhin gemeint hat. Und die zweite These, es geht immer darum, dass wir als Erwachsenenbildnerinnen Kompetenzen brauchen. Und ich, Birgit, das ist ja gesagt, ich durfte mitarbeiten bei der Weiterbildungsakademie, bei dem Kompetenzrahmen, den zu überarbeiten. Seit Sommer ist es jetzt auch online. Also es gibt jetzt einen eigenen Kompetenzbereich für Medienkompetenz. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, das kann man sich online anschauen. Ich kann gerne den Link dann auch noch in den Chat stellen oder vielleicht macht es die Irmgard, die ja von der WBA dabei ist. Vielleicht kann die das in den Chat stellen, dann kann sich jeder das selbst durchlesen. Für mich wichtiger ist eigentlich meine dritte These, nämlich, dass die Auswirkungen der Digitalisierung auch in Veränderungen für Organisationen bringt. Und als Geschäftsführerin der AG Bildungshäuser liegt mein Fokus natürlich auch in dieser Richtung. Ja, und welche Aufgaben gibt es in dieser Richtung? Das Problem ist vielleicht auch, dass in der Diskussion eben die Technik so im Vordergrund steht, dass viele andere Themen gar nicht wahrgenommen werden. Und ich denke, es geht bei der Digitalisierung vielmehr auch darum, dass wir unsere Grundhaltung ändern. Und das ist jetzt vielleicht so schnell und so salopp dahergesagt, aber ich denke, dass ganz viel an dieser Grundeinstellung liegt, wie wir an die Sache herangehen. Also grundsätzlich die wichtigste Grundhaltung in der Erwachsenenbildung ist, dass wir unsere Lernenden in den Mittelpunkt stellen und von dem aus unser Handeln und Tun bestimmen. Das tun wir ja auch, aber wir stellen nicht Lernende in den Vordergrund, die einen digitalen Alltag haben, in dem digitale Medien ganz selbstverständlich sind. Am liebsten würden wir ja in unseren Bildungseinrichtungen ja auch ja, digitale Medien oft einmal nicht zulassen. Also wenn wir davon ausgehen, dass
die Digitalisierung das Verhalten der Erwachsener verändert, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass es das Lernverhalten verändert. Und zwar in Richtung selbstgesteuert, selbstorganisiertes Lernen. Lernziele werden einfach dadurch auch wichtiger. Es wird mehr informell gelernt. Es gibt Studien, die eben zeigen, dass man zuerst einmal im Internet nachschaut, wenn man etwas wissen will. Es wird vernetzt gelernt, ich frage im Umfeld nach, wenn ich etwas wissen möchte, und die Zeit- und Ortsunabhängigkeit. Und von diesen vier Punkten, wenn ich mir das jetzt umlege auf die Bildungsorganisationen und mir das anschaue, dann, ja, dann verändert sich einmal die Rolle der Lehrenden. Das wissen wir alle, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die Rolle der Lehrenden vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter sich verändert. Aber in den Seminaren läuft es trotzdem immer noch meistens zumindest anders ab. Also es steht ein Lehrender vorn und irgendwo im Hintergrund sind Lernende und es gibt einen gravierenden Lernunterschied. Und auch da, denke ich, geht es nicht unbedingt nur um die Kompetenzen, sondern es geht um die Grundhaltung, dass Lehrende sich eben auf eine gleiche Ebene mit den Lernenden stellen. Also dass man diese Hierarchieebenen aufhebt. Und ich denke, das alleine hat dann auch schon Auswirkungen auf didaktische Methoden. Ja, dann die Strukturen der Bildungseinrichtungen. Ich denke, da ist das Zauberwort die Flexibilität. Also nur ein Beispiel, wenn Teilnehmerinnen mehr orts- und zeitunabhängig online lernen, dann sind die Angebote der Bildungseinrichtungen so irgendwie nachgeschaltet. Also wenn man online nicht mehr weiter weiß, dann komme ich vielleicht irgendwann einmal in eine Bildungseinrichtung oder ein Bildungshaus. Und da braucht es dann einfach andere Organisationen. Es muss flexibler sein, schneller sein. Die Raumplanung ist also ein Thema zum Beispiel, wo man, glaube ich, ganz viel in diese Richtung verändern kann. Fürs Bildungsmanagement heißt das zum Beispiel, dass die Programmplanung kurzfristiger gestaltet werden muss. Ich denke, dass Jahresprogramme digital einfach nicht mehr gefunden werden, wenn man digital sucht. Und ja, und das hat Einfluss auf das Bildungsmanagement, auf die Programmplanung, auf die ganze Marketingstrategie eigentlich. Also die muss viel mehr zielgruppenorientierter sein in Zukunft. Ja, und letztlich, und das ist eigentlich so der Fokus, auf den ich hinaus will, mündet dieses Thema in einer veränderten Organisationskultur. Ich denke, dass man mal Werte, Normen und Haltungen, wenn dies eine Rolle spielt im digitalen Umgang einer Organisation, dann muss sich das in der Haltung der Mitarbeiterinnen noch widerspiegeln. Also wie vorhin die angesprochene Flexibilität zum Beispiel, die muss auch im Blut der Mitarbeiterinnen fließen und dann, glaube ich, läuft ganz vieles von selbst. Und wenn ich jetzt meine ganze Message auf einen Satz zusammenfasse, dann würde ich den so formulieren, dass ich sage, die Erwachsenenbildung braucht eine digitale Grundhaltung. Wow, okay. Danke, danke. Die Erwachsenenbildung braucht eine digitale Grundhaltung. Ich sehe dich, Joachim, klatschen. Wir sehen dich klatschen. Dankeschön für diesen Einblick, also so mit diesem starken Wissen davon, was in den Bildungshäusern passiert. Vielen Dank. Und ich leite über und möchte dich, Christian Gläuber, bitten, zu ergänzen, hinzuzufügen oder einfach deine Statements einfach einzubringen, deine drei Statements zur Frage, was braucht die Erwachsenenbildung für eine gute, aktive Rolle im Kontext der Digitalisierung? Bitte. Ja, also ich spreche hier als Leiter des Bundes für Erwachsenenbildung, wo die Aufgabe ist, die Aus- und Weiterbildung von Erwachsenenbildnerinnen zu programmieren, zu organisieren. Und das ist ja 1956 am BIföB, nicht, also, so alt bin ich nicht. Da ist vor allem einmal mein Fokus in zweiter Linie auf das, was jetzt unter Digitalisierung genannt und benannt wird. Es geht also, ich habe heute noch nachgedacht, also dass ja Digitalisierung von Digitus kommt, also von Fingern, von Zählen 1, 2, also eigentlich müsste man ja von dem binären Code sprechen, in dem alle Informationen umgewandelt wird. Und mir geht es also eigentlich jetzt in dieser Planung von Aus- und Weiterbildung in der Erwachsenenbildung zuerst einmal um dieses Bewusstsein, was Erwachsenenbildung nach 1945, 1947
bedeutet, welchen Beitrag wir zu leisten haben in einer Welt, wo Demokratisierung in Gefahr geraten ist. Was heißt das für Anwender und Nutzer auf der Ebene der Erwachsenenbildnerinnen und auf der Ebene der Gesellschaft? Welchen Impact hat Digitalisierung auf die Personen, auf die sogenannten Lernenden, auf die Lernenden im Mittelpunkt, auf die Selbstverantwortung, auf das autonome Handeln? Und wir sprechen so leicht von autonomem Handeln und Selbstverantwortung, das ist aber ein sehr komplexer, ein sehr schwieriges Feld, in dem wir uns nicht nur auf Technik und auf Kommunikation verlassen dürfen, sondern wo es um Haltung geht, wo es um Prinzipien geht, die wir hoffentlich in den letzten Jahren verstärkt in den Mittelpunkt stellen. Kleines Beispiel. Anwenderinnen und Anwender versuchen auf der Plattform Aufstehen, glaube ich, heißt das Hashtag Aufstehen, jetzt in Österreich gegen diese Absage an den Migrationspakt Unterschriften zusammen. Gestern waren es, glaube ich, 150.000 plus minus Personen, die ihre E-Mail-Adressen dort gemeldet haben. Das Ergebnis wird sein, dass es kein Ergebnis geben wird. So ähnlich war es mit den Befragungen zum Anti-Raucher-Raucher-Geschichte. Also was heißt diese viel Information, die oft ins Leere läuft, diese viele Aktivität, die ins Leere läuft und die nicht zum Handeln und zur Teilhabe animiert? Zweiter Punkt, Digitalisierung, und das hast du schon gerade sehr richtig angesprochen, oder die Verwendung von Medien, die digitale Informationen bearbeiten, was heißt das für den Entwicklungsprozess von Organisationen? Was ist zu verändern? Und das ist eine große Herausforderung, die wir immer auch im Kontext zu sehen ist, mit den Personen und mit der Wirksamkeit, in dem, was ich vorher gemeint habe, also demokratische Gesellschaft. Was sind Lernparadigmen? Also seit ich ja 1990, 91 hier in Österreich bin, habe ich mit diesem autonomen Lernen und dem selbstgestellten Lernen als Auftrag im BIföB beschäftigt, und außerhalb des digitalen Diskurses ist das ein Thema schon seit den 60er Jahren gewesen und eigentlich schon früher John Dewey und der Diskurs Malcolm Knowles in der Erwachsenenbildung. Also da ist auch Verantwortung zu sehen, wie weit Prinzipien, Haltungen und das emanzipatorische Gedankengut der Erwachsenenbildung mit einfließt in der Entwicklung von OE-Prozessen. Nichtsdestotrotz heißt Digitalisierung für die Entwicklung von Institutionen auch also ein Einsatz von Kapital, von Ressourcen und von einer großen Flexibilität, immer wieder umzustellen, Ressourcen umzustellen. Dritter Punkt, der relevante Beitrag der Erwachsenenbildung, und ich setze der unter Anführungszeichen, also die Erwachsenenbildung als Monolith gibt es meines Erachtens nicht. Jedenfalls hat die Erwachsenenbildung in dieser sogenannten Informationsgesellschaft da gibt es wieder andere Begriffe, die mit Fake News und was ist Information, was ist Kommunikation, kritisch, wie analytisch können wir mit den Texten umgehen. Da heißt es in dieser Aufgabe des BIFAB verstärkt diese Kompetenzen des klaren Blicks, des analytischen Blicks, der Textkritik mitzuentwickeln, und da sind digitale Zugänge, digitale Medien sehr hilfreich, da sie mit einer ungemeinen Geschwindigkeit Informationen zusammenfügen können, um zu prüfen, inwieweit dargestellte Wirklichkeit tatsächlich Wirklichkeit ist. Das heißt aber eine sehr hohe Kompetenz an diesem kritischen Verhalten, an diesem sprachkritischen Zugang und dem pädagogischen Zugang. Das sind so meine kurzen drei Thesen. Letzte Erinnerung an heute Vormittag. Ich beschäftige mich gerade mit Ivan Illich, ein Kollege in Mexiko hat also da ein sehr spannendes Buch geschrieben, Eine andere Zukunft ist möglich, Humberto Beck. Und ich denke, es ist interessant, sich von
nicht so sehr von diesem Zauber, von diesem Zaubermeister beeindrucken zu lassen als Zauberlehrling, sondern auch also auf andere Diskurse zurückzugreifen, die außerhalb der Welt des technischen Digitalisierten zum Diskurs dastehen und einladen, sich damit zu beschäftigen. Soweit einmal meine ein kritischer Fokus. Das ist ein bisschen meine Rolle hier in diesem, ja, in diesem virtuellen Podium. Danke, vielen Dank, Christian. Dankeschön. Ja, damit haben wir mal so die ersten Thesen aufgespielt. Jetzt, wenn ich euch zuhöre, würde bei mir so auftauchen und hätte auch verstanden, es geht natürlich zum einen um konkrete Fertigkeiten. Ja, welche das sind, habt ihr ein bisschen, glaube ich, unterschiedlich im Blick und beantwortet. Zum anderen geht es aber auch, und das habe ich mehrfach von euch gehört, es geht auch um Haltungen, ganz stark um Haltungen. Und im Hintergrund, das interpretiere ich jetzt einmal so rein, geht es auch um Werte. Also ich habe so im Anklingen von Demokratie und solidargemeinlichen sozusagen Konzepten, wesentlichen Konzepten, einfach diesen Wertehintergrund entnommen. Wir haben aber natürlich im Vorfeld gewusst, wir und ich blende das jetzt hier da oder habe das schon als Überblick eingeblendet. Ich fasse noch einmal zusammen. Ihr habt jetzt so in groben Zügen ein anderes Grundverständnis, also überhaupt mehr Verständnis für den digitalen Wandel, dafür, was da überhaupt ist, Bildung und Bewusstheit und Anstrengung völlig besprochen, also ganz stark von und virtuell. In Räumen, ideale Grundbildung und kritische Medienkompetenz, Raum und Zeit. Für die Diskussion von ethischen Bereitschaft und Weiterbildungen für Erwachsenenbildnerinnen und damit kommen wir in diesen Bereich der Organisationen, also wirklich neue Wege auch der Personalentwicklung, der Organisationsentwicklung und neue Organisationsstrukturen und Organisationskulturen. Und ich möchte jetzt alle Teilnehmerinnen, die bisher sich beschränken mussten drauf, den einen oder anderen Kommentar im Chat abzugeben und von uns, so, der sozusagen von uns gelesen wurde, aber noch nicht beantwortet wurde, möchte jetzt einladen, an einer Umfrage teilzunehmen. Wir haben diese eure Grundthesen in eine Umfrage übersetzt und ich möchte jetzt dich, liebe Karin, im Hintergrund bitten, uns diese Umfrage einzuspielen, sodass wir auch in der Lage sind, da jetzt teilzunehmen und abzustimmen. Ich möchte euch, die ihr bisher zugehört habt, einfach einladen, anzuklicken, was ist das Wichtigste, ja, was findet ihr, was braucht die Erwachsenenbildung zurzeit vordringlich für ihre gute und aktive Rolle, was von dem Genannten ist für sie oder euch so zentral, und wir haben immerhin 35 Teilnehmer und Teilnehmerinnen herinnen, die wir hier einladen, abzustimmen, was ist so zentral momentan notwendig für die Erwachsenenbildung, um eine gute, aktive Rolle einnehmen zu können. Worauf soll sich die Erwachsenenbildung jetzt auch konzentrieren? Wo sollen ihre Anstrengungen hingehen? Und ich sehe, es stimmen schon, haben schon ungefähr 15 abgestimmt, aber wir haben da noch, wir sind 35 in etwa, das heißt, es sind noch 20 viel
wie schwer sich zu entscheiden. Also wir haben jetzt zu circa 25 Personen, die sich beteiligt fragen. Es bewegt, dass doch kleine Mehrheit. Auditorium hier haben wir ganz eindeutig im Vordergrund, die Erwachsenen braucht ein klares Bekenntnis zur Digitalisierung als primäres Handlungsfeld. Joachim, Anbereits und Weiterbildungen für Erwachsenenbildnerinnen, ich erinnere mich, das kam von dir, Gabi, so eingespielt. Diese beiden Aspekte haben da ganz starke Bemühung, aber auch natürlich Verantwortung für eine digitale und mediale Grundbildung und kritische Medienkompetenz für alle. Also das ist so auf der einen Seite also diesen Entschluss, ja, wir als Erwachsenenbildung sind zuständig und wir müssen was lernen und es braucht Lernbereitschaft und auch Weiterbildungen dafür. Ich bin jetzt selber fast überrascht, dass dieser Aspekt der Weiterbildung und der Lernbereitschaft so stark im Vordergrund steht. Was denkt ihr dazu? Ich richte diese Beobachtung jetzt, möchte ich zurückspielen zu euch, an euch Podiumsgäste. Lernbereitschaft und Weiterbildungen für Erwachsenenbildnerinnen. Also wir haben einen EB-MOOC durchgeführt. Ich nehme das auch so wahr, aber ich möchte es nicht sagen, denn ich sitze nicht am Podium. Ich möchte euch einladen, einfach vielleicht einmal zu dieser Publikumseinschätzung Stellung zu nehmen. Ich weiß nicht, wem was auf der Zunge liegt. Ja, ich fange vielleicht mal an, ne? Wenn ich zuhören will. Also das ist auch in meiner beruflichen Praxis ein gängiges Thema. Ich hatte jetzt gerade eine Konferenz in Aachen und da hat mir Christoph Kirk dieses Buch gegeben. Und darüber haben wir einige Sachen zitiert. Das ist Klaus Heffner, Mensch und Computer im Jahre 2000. Und was der dort über Weiterbildung schreibt, über die Haltung der Weiterbildung, das trifft heute noch zu. Das Buch ist vor 34 Jahren erschienen. Ich stelle immer wieder fest, dass ich mit Kollegen konfrontiert werde, die sagen, also Digitalisierung und so Social Media und so weiter, das ist nichts für mich. Also da habe ich irgendwie keinen Zugang zu. Und das ist insofern schade, als dass all diese Kollegen ja Geld dafür kriegen, dass sie nämlich nicht nur ihre Weiterbildung betreiben, sondern das ganze Orchester der Weiterbildung bemühen. Also alle Erweiterungsmöglichkeiten, die es heutzutage gibt. Es ist aber so, dass diese Kollegen einen ziemlichen Freibrief in ihren Einrichtungen haben, weil die Einrichtungen immer noch so arbeiten in so einer Art Com-Struktur. Also wir kreieren Angebote und die anderen können kommen oder sie lassen es. Und dann gibt es die einzelnen Kollegen durchaus ja in nennenswerter Zahl, die bemüht sind. Und in der bisherigen Form der Weiterbildung schaffen wir es aber nicht. Also die Kette ist ja so, dass also sich zuerst die Mitarbeiter weiterbilden. Dann werden die freien Mitarbeiter und Kursleiter weitergebildet und dann wird dieses geballte Wissen an die Teilnehmer weitergegeben. Dieser Prozess dauert in der Regel 6 Jahre oder vielleicht noch länger, bis das der Fall ist. Die Zeit haben wir aber nicht mehr. Und insofern plädiere ich immer dazu, sich zu öffnen, also sich selber als Netzwerkpartner in der Kommune zu sehen und alles das, was die Kollegen sich jetzt aufschaufeln, gleichzeitig den freien Mitarbeitern und der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also sich auf Augenhöhe mit den Lernenden zu begeben, weil die Bildungseinrichtungen meist immer noch die sind, die diesen digitalen Wandel am meisten, ich sag mal, erstmal geleugnet haben. Punkt.
Das ist ein sehr pragmatisches Argument dafür auch, warum wir dringend einen Wechsel auf gleiche Augenhöhe notwendig haben, weil wir das gar nicht schaffen, gell? Immer so weit voraus zu sein, wie es jetzt die Situation von uns erfordern würde. Das geht gar nicht mehr anders, als gleichzeitig jetzt gemeinsam zu lernen. Ja. Nur ein Satz. Wir haben 2013 den VHS-MOOC gemacht. Das war sozusagen ein Vorlauf von dem, was der EB-MOOC gemacht hat. Das sind 5 Jahre her. Und wenn man sich betrachtet, was in diesen 5 Jahren passiert ist, dann ist es nicht so wahnsinnig viel. Auf der Ebene der Einrichtungen, ja. Genau. Ich sehe zustimmendes Lächeln bei euch in der Runde. Gabi, Christian, ich weiß nicht, Gabi, möchtest du was sagen dazu? Habe ich deine Handbewegung richtig gedeutet? Bitte. Ja, ich denke, also die Weiterbildungsmöglichkeiten, die gibt's ja. Also sie werden auch angenommen. Das sieht man bei den MOOCs, die ihr beide da jetzt erwähnt habt. Also das ist ja da. Ich glaube, der Fokus liegt mehr auf dieser Lernbereitschaft. Und da denke ich, was wir dazu brauchen, ist mehr Experimentierfreudigkeit. Also einfach einmal was auszuprobieren. Das, was wir in unseren Weiterbildungen lernen, dann einfach auch einmal zu testen und es muss nicht immer alles hundertprozentig laufen, sondern einfach einmal schauen, wie was funktioniert. Und da ist vielleicht die Bereitschaft nicht ganz so da. Und ein Punkt, den möchte ich unterstützen, also das Voneinanderlernen, das einfach sich austauschen, Erfahrungen austauschen, ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man einfach sieht, wir kochen alle nur mit Wasser und wir sitzen alle im selben Boot sozusagen. Und einfach da von dir also dieses schleunigst ab auf Augenhöhe und keine Angst mehr vor Fehlern und gemeinsam lernen, höre ich von dir so. Christian, du hast zu sagen dazu. Hast du das jetzt noch? Immer wieder diese meine besondere Kritikfähigkeitskompetenz. Die gleiche Augenhöhe ist nicht immer die gleiche Augenhöhe, das muss nicht sein. Nicht alle sind gleich groß, also ist die Augenhöhe immer wieder auch ein relatives Verhältnis, das wollte ich dazu sagen. Ja? Also wir haben manchmal mit diesen Metaphern, ich habe mit diesen Metaphern ein Problem. Also das ist mir zu kurz geraten, diese gleiche Augenhöhe. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass natürlich die Bereitschaft zur Weiterbildung, die Bereitschaft zu lernen, eine wichtige neoliberale europäische Benchmark ist. Also sehr viele Testierungen schauen darauf hin und Professionalität wird auch durch durch das Ranking von Weiterbildung geprägt und entwickelt. Das ist weder zu schlecht noch ist es zu gut, es ist so ein Fakt. Das Dritte, was ich sagen möchte, ist, dass diese Lernbereitschaft mehrere Dimensionen hat. Eine Dimension ist die Entwicklung der Professionalisierung der Erwachsenenbildung. Sprich, möglichst viele Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner, die einen Beruf daraus machen können, die also davon leben können, das ist die eine Komponente. Ich denke doch immer, dass Erwachsenenbildung und wenn man mich gefragt hat vor ein paar Jahren, was machst du dann, BIföG, und sagt, die Erwachsenenbildung, war dann die Antwort von einigen Kollegen im Waldviertel, und was für einen Beruf hast du wirklich? Also das war nie ganz klar, was Erwachsenenbildung und Lernen ist. Ja. Also das wollte ich auch noch mit hineinbringen, dass wir auch in einem ökonomischen Zustand miteinander leben in dieser Gesellschaft und nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten an digital teilzuhaben. Also das ist die nächste Geschichte. Ich meine dadurch auch diese OE-Entwicklungsprozesse der Erwachsenenbildung müsste heißen, auch da an Arbeitsfelder zu beschreiben und es zu ermöglichen, dass davon gelebt werden kann und nicht nur so wie Amateurfunk, wenn man das also halt im sehr viel privat macht und informell macht. Ich neige auch dazu, den Begriff informell und nicht formal sehr kritisch zu betrachten, was steckt dahinter. Und das sind diese sprachkritischen und gesellschaftskritischen Elemente, die ich einfordere beim Diskurs über digitale Medien, dahinter zu blicken.
Das ist kein Maschinensuch, ja, einen klaren Blick zu gewinnen. Und der ist nicht so einfach in dieser digitalen Welt. Also das ist ja ganz wichtig, dass du von uns auch an diesem Punkt sowas wie Kontextbewusstsein forderst und uns auch darauf aufmerksam macht, dass Augenhöhe nicht durch eine rhetorische Bewegung jetzt einfach hergestellt werden kann, sondern dass es ja unterschiedliche Ausgangsbedingungen gibt, sowohl bei Teilnehmern, Teilnehmerinnen, als auch bei Unterrichtenden, von denen man nicht einfach in einem neoliberalen Reflex jetzt da Interesse und Engagement fordern dürfen, sondern die oft zu einer prekären Randbelegschaft gehören und selber gar nicht in der Situation sein, durch Engagement irgendwas wettzumachen, was ihnen mangels einer ordentlichen Personalentwicklung im Rahmen eines ordentlichen Anstellungsverhältnisses ja verwehrt bleibt. Also ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sein. Vielen Dank für dieses kritische Statement an dem Punkt, Christian. Ja, ja. Ja, was bewegt euch sonst dazu? Sonst, ja, Helmut, du hast, möchtest was sagen dazu? Zu diesem Aspekt, also Lernbereitschaft und Weiterbildung für Erwachsenenbildnerinnen, was sagen darf, ich denke, da geht es auch viel um die Rahmenbedingungen, die für Weiterbildung irgendwo gegeben oder nicht gegeben sind. Das liegt das dann alles in der individuellen Kompetenz und Verantwortung oder gibt es dann irgendwo im System ja auch Ressourcen dafür? Und der andere Aspekt ist, also natürlich Weiterbildung auch, indem man sich auseinandersetzt, also kritisch und durchaus auch pragmatisch mit Möglichkeiten, mit Veränderungsprozessen, mit auch Chancen der Gestaltung natürlich, ja. Aber ich glaube, man darf jetzt nicht das verwechseln, damit dass man jetzt plötzlich die Weiterbildung nur noch online zum Beispiel sieht, weil sie digital ist, sondern ich glaube, gerade mit der zunehmenden Online-Kommunikation wird das Treffen an sozialen, an realen Orten sogar wieder umso wichtiger. Ja. Also insofern eine große Chance vielleicht auch fürs BFAP, hier wiederum quasi auch das zu füllen, weil ich glaube, also für viele ist sozusagen dieser Hype des Online-Treffens schon fast schon wieder vorbei, ja, wie ich das irgendwie vielleicht so rückblickend zum Thema E-Learning, das war so eine Blase zeitlang, ja, alles war dann nur noch E-Learning, ja, die sehe ich eigentlich schon wieder vorbei, ja. Das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzt, natürlich. Aber dass man nicht alles in den virtuellen Raum transportieren kann, ganz einfach. Das höre ich jetzt in einer Reihe von Diskussionen zu dem Thema in einer ähnlichen Weise. Joachim, bitte. Joachim, du möchtest das erzählen. Ja, deswegen spreche ich ja von den erweiterten Lernwelten, ne? Von der sozusagen das ganze Orchester von Möglichkeiten nutzen. Also nicht diese Debatte führen, analog oder digital. Das konnte man vor 10 Jahren noch machen, weil die Welten voneinander getrennt waren. Das sind sie heute nicht mehr. Ich glaube auch, dass zum Beispiel neue Lernräume eine entscheidende Rolle spielen. Es bedeutet aber auch, dass man Lernräume hat, die man nicht auf- und zuschließt mit dem Schlüssel. Und sie nur dann für diejenigen öffnet, die dafür für ein Angebot bezahlen. Und die lässt man in den Lernraum und die anderen gehen am Haus vorbei. Das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft, das machen uns gerade die Bibliotheken etwas vor, zum Stichwort dritter Ort. Wir haben da mal so eine Website gemacht, dritteorte.de, die auflistet, was braucht es eigentlich, um neue offene Orte zu schaffen, um genau sozusagen so Hemmschwellen dorthin zu gehen, abzubauen, die es Menschen ermöglicht, an dem Tag, an dem sie Lust haben, vielleicht sich etwas aufzuschaufeln und nicht ein halbes Jahr später, wenn gerade der Kurs anfängt. Und da sind wir bei dem, was Gabi auch sagte, bei der Organisationsentwicklung. Also wie sehe ich mich als Weiterbildungseinrichtung? Sehe ich mich als diejenigen, die anderen etwas anbieten, was wir für wichtig finden? Oder mache ich das mit den Leuten gemeinsam und lerne auch von den sogenannten Teilnehmenden, die nämlich in vielen Punkten ein außerordentlich gutes Interesse und Wissen zu dem Thema haben. Das heißt, diese Öffnung in lokale Netzwerke ist für mich eigentlich ein Schlüsselpunkt, um genau das, was wir hier besprechen, nämlich den Zugang zu Menschen zu ermöglichen, auch zu diesem Thema. Es braucht neue
Lernorte dazu. Absolut. Mhm. Und damit kommst du vielleicht auch, berührst du den Punkt, den Christian vorher schon mit Visionen und neue Lernparadigmen genannt hat, und du beginnst damit, so dieses, diese Geschichte mit der Augenhöhe runter zu deklinieren, ein bisschen auf diese Frage, wie kann man das denn in Formaten umsetzen, also wirklich in offenen Lernräumen, auch offenen digitalen Lernräumen, berührst vielleicht auch den Aspekt der offenen Bildungsressourcen damit. Ja. Ich sehe da im Chat auch gleichzeitig stattfinden die Hinweise auf das Barcamp, das ja auch am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung noch dazukommen wird als Face-to-Face-Lernraum, ja, also als an einem physischen Ort verorteter Lernraum zum Thema Digitalisierung, wo man auf jeden Fall diese und ähnliche Themen, die wir jetzt besprechen, dann auch face-to-face weiter besprechen werden können. Und natürlich wird das Digitale nicht das Analoge oder das Gespräch miteinander ersetzen können. Ja, also dieser Aspekt der Offenheit ist einfach ein sehr schöner, denke ich. Und er ist jetzt von mehreren von euch auch schon genannt worden. Ich schaue mir gerade ein bisschen im Chat um und gleichzeitig schaue ich auf die Uhr. Wir haben jetzt schon eine Stunde miteinander gesprochen und haben noch eine halbe Stunde Zeit, und wir haben jetzt über viele Thesen diskutiert, die jetzt von euch eben vorgeschlagen wurden, was die Erwachsenenbildung braucht. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht von unseren Teilnehmerinnen oder Teilnehmern auch noch ganz andere Thesen gibt, ob da vielleicht jemand auch eine ganz andere Antwort noch hätte. Also ob es Aspekte gibt, die wir noch nicht angesprochen haben, jetzt im Zuge der ersten Eröffnungsstatements, und die in der Diskussion noch fehlen. Und ich würde an dieser Stelle dich, Karin, bitten, uns die zweite oder in dem Fall sogar die dritte Umfrage einzuspielen. Wir haben für diese Frage noch einmal eine Umfrage vorbereitet. Fehlt noch irgendetwas? Ja? Haben wir Aspekte? Ich meine, wir haben natürlich jetzt nichts fertig diskutiert, wir haben alles nur andiskutiert. Es braucht dafür mehr Zeit und Raum. Es gibt zum Beispiel das Barcamp am BFAB und es gibt andere Orte und Zeiten weiterhin. Gibt es aber auch jetzt für euch, die ihr hier zuhört und im Chat teilgenommen habt bisher, noch Aspekte, die gebraucht werden? Was braucht die Erwachsenenbildung für eine gute, aktive Rolle, die noch gar nicht angesprochen worden sind? Gibt es da irgendwas, was ihr gern auch mit unserem Podiums, was wir gern auch mit unseren Podiumsgästen diskutieren sollten, was bisher noch keine Aufnahme in der Diskussion gefunden hat? Es ist so eine offene Umfrage, da kann man einfach hineinschreiben, ansonsten schaue ich mich da so nebenbei im Chat um. Es ist zum Beispiel mal die Frage aufgetaucht in der bisherigen Diskussion, Datengerechtigkeit ist ein Begriff, der gefallen ist zwischendurch, und da gab es eine Rückfrage dazu, was ist denn Datengerechtigkeit? Spannender Begriff, was könnte Datengerechtigkeit bedeuten? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war von euch, vielleicht will das jetzt mal jemand von euch beantworten, während unsere Teilnehmerinnen vielleicht auch noch das eine oder andere eingeben. Ja, Helmut? Ich kann versuchen, da ein paar Worte dazu zu sagen. Die Auseinandersetzung eben mit Datensouveränität und jetzt auch in den letzten Monaten mit Datengerechtigkeit ist relativ neu. Das heißt, es gibt noch kaum irgendwie so gleich abrufbare Definitionen. Ich bin selbst gerade erst auf eine deutschsprachige Publikation gekommen, die jetzt gerade erst rausgekommen ist, von Friederike Kaltdollner und Nele Obermüller. Also die Frau Kaltdollner ist von Privacy International. Und die versuchen einfach sozusagen hier relativ in einem kurzen Band das Thema abzuhandeln, weil Daten, also es gibt ja diesen Spruch, also Daten sind sozusagen der neue Rohstoff, und in dem Sinn Datenschutz ist der neue Umweltschutz. Das ist jetzt sicherlich ein bisschen nicht so eins zu eins übertragbar, aber es macht ein bisschen klar, um welche Werte es da geht. Und Datenhandel
ist ein Business, was ja ganz stark im Verborgenen funktioniert. Das ist kaum öffentlich. Wir wissen etwas über die Werbeumsätze von den Plattformen wie Facebook und Twitter oder Google, aber wir wissen kaum etwas über das Geschäft der Datenbroker, also der Händler. Und das sind also riesige Unternehmen, die hier von 100 Millionen Menschen sozusagen Datensätze sammeln, ja, und dann die wiederum weiterverkaufen für Kampagnen, für alles Mögliche. Und hier sozusagen irgendwo zu schauen, da wo Menschen sozusagen durch die Nutzung von kommerziellen Plattformen Daten generieren, die dann bei diesen Brokern landen und welche Werte die in Wirklichkeit haben und was im Gegensatz die Leute dafür bekommen, ist eine wichtige Auseinandersetzung, sich dessen mal bewusst zu werden. Ja, ja, okay. Okay, ja, danke für diese Erläuterung zwischendurch. Ich lenke jetzt meinen Blick wieder auf die Antworten. Die erste Antwort, die ich wahrgenommen habe, ist natürlich sehr naheliegend. Wir haben viel andiskutiert und es braucht vieles. Die erste Frage war Prioritäten setzen. Ja, welcher der vielen Ansatzpunkte ist jetzt prioritär? Alles gleichzeitig? Fragezeichen. Und mir fiel dazu, wie ich diese Frage gesehen habe, als erstes ein, das hängt wahrscheinlich davon ab, wer wir sind, aus welcher Perspektive wir hinschauen und aus welcher Perspektive wir etwas tun können. Ja. Also für ein Bildungshaus schaut das vielleicht da anders aus als für einen einzelnen Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerin, als für eine nachgeordnete Dienststelle des Bundes, als für eine Online-Redaktion zur Erwachsenenbildung. Prioritäten setzen, welche der vielen Ansatzpunkte sind prioritär, mag eine Frage der Perspektive sein. Ich bringe jetzt mal an dieser Stelle selber ein Bild ein, das ich neulich verwendet habe, wo ich ganz gute Resonanz gekriegt habe. Schau mal, was das bei euch auslöst. Wir haben so, Gabi, du warst eh dabei, Helmut, du warst auch dabei, so als Gedankenspiel versucht, uns vorzustellen, es ist die neue Technologie Automobil erfunden worden. Ja, es gibt jetzt das Automobil und es gäbe eine Erwachsenenbildung zu diesem Zeitpunkt schon, wie sie die jetzige ist. Was wäre dann ihre Aufgabe? Ja, ist dann die Aufgabe, schnell zu schauen, dass die Leute fahren können, fahren lernen? Ist die Aufgabe vielleicht erst einmal zu schauen, dass definiert, was braucht es für einen Führerschein, was sind die Kompetenzen, Regelungen, Kompetenzkatalog, Führerschein, Zertifikat anbieten, oder braucht es vielleicht zuerst das Bemühen darum, dass jetzt jeder und jede Person ein Auto bekommt? Ist das eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit? Müssen wir uns als erstes damit auseinandersetzen, Zugang zu diesem Automobil, zu diesem Fahrzeug, oder braucht es als erstes die Folgenabschätzung, ja, eine Folgenabschätzung, was wird das bedeuten, wenn alle mit dem Auto fahren, was bedeutet das für die Umwelt, was bedeutet das, was weiß ich, sozial, was bedeutet es volkswirtschaftlich, braucht es erstens diese Folgenabschätzung, ja. Und so in diesem, mein Vorschlag war zu sagen, ja, es braucht alles, ja, es braucht alles. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge, was ist prioritär? Und da denke ich an das, was du vorher gesagt hast, Christian. Es ist ja nicht die Erwachsenenbildung ein homogenes, es ist ja ein buntes Konzert, es ist ja ein buntes Feld, ja. Es gibt viele Akteure. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt. Ich finde diese Frage nach den Prioritäten so wichtig, ja. Prioritäten setzen, welcher dieser Ansatzpunkte ist prioritär? Joachim, bitte. Erstmal den Führerschein machen. Erstmal den Führerschein machen. Da muss ich drauf antworten. Meine Erfahrung in Mexiko war der Führerschein ein korruptives Ding. Also man hat gezahlt und bekam den Führerschein. Danach wurde die Entscheidung getroffen, man braucht keine Prüfung machen. Man bekommt den Führerschein, wenn man erwachsen genug ist, wenn man keine Krankheiten hat, das nachweisen kann. Und wenn man als Bürger die Verantwortung übernimmt, aktiv teilzunehmen am Verkehr. Und das ist jetzt vielleicht, was ich damit sagen will, ist vielleicht etwas versteckt im Hintergrund, ja, aber Führerschein zu machen, das heißt also jetzt die Ausbildung zum zertifizierten, diplomierten Erwachsenenbildner zu machen mit einem Zusatzdiplom in digitaler Kompetenz. Weiß ich nicht. Das wäre schon der Fahrlehrer. Okay, der Fahrlehrer, ja.
Aber ich kriege jetzt noch vom Führerschein. Ich kenne, also ja, es gibt in der Erwachsenenbildung Fahrlehrer, die selbst keinen Führerschein haben. Was das Digitale betrifft, würde ich sogar sagen, viele. Es ist eine spannende Diskussion. Nicht? Also vor allem jetzt haben wir diese Miller-Initiative in Deutschland. Ja? Das könnte ja mit einer Art Führerschein verwechselt werden. Ja? Also ist, worum geht es? Ja? Geht es ums? Ja. Erstmal den Führerschein machen. Also das ist schon wirklich ganz wichtig, dass man das kann. Joachim, bitte, und Gabi. Nur eine Anmerkung. Ich finde es immer so interessant, allein die Fragestellung. Also, dass die Weiterbildung im Grunde genommen aufgefordert ist, zu sagen, was ist jetzt wichtig? Ich würde mir diese Frage so, diese Verantwortung dafür gar nicht so anziehen, wenn ich nicht wirklich viel Ahnung dazu hätte. Und das hat damit zu tun, dass die Weiterbildner sozusagen in ihrem Berufsethos oft der Meinung sind, sie wissen, was für alle anderen wichtig ist. Und ich glaube, das ist analog zur Schule mit den Lehrern genauso in der Weiterbildung heute nicht mehr so. Die gesellschaftliche Entwicklung hat viele sozusagen Lösungen, die früher galten, abgelöst. Und die Weiterbildner sind heute aufgerufen, selber neue Lösungen zu finden. Ja, ich denke, dass man die Prioritäten, dass jeder das für seine eigene Bildungseinrichtung einfach eine Prioritätenliste setzen muss. Und ich denke, es kann hilfreich dabei sein, wenn man sich einmal anschaut, zum Beispiel, was kann ich denn gut? Welche Themen kann ich gut besetzen oder welche Themen kann ich leicht mit digitalen Möglichkeiten unterstützen und da einfach mit kleinen Schritten anfangen. Ich muss nicht das ganze Bildungshaus gleich voll digitalisieren und alles umsetzen, sondern wirklich mit kleinen Dingen, mit kleinen Schritten anfangen, mit einem Punkt, mit einem Thema. Und wenn das jede Bildungseinrichtung eben macht, dann haben wir gemeinsam, bringen wir dann das, das Auto gemeinsam mit der Straße und den Führerschein, Kompetenzen, was weiß ich, bringen wir dann gemeinsam auf die Schiene, indem dass jeder ein bisschen was dazu beiträgt. Das passt gut zu dem, was Yvonne Gstöhler im Chat schreibt, starten mit Mut zur Lücke und einer guten Fehlerkultur, ja, aber eben auch mit dem, was man gut kann. Da sind wir wieder bei diesem gemeinsamen Lernen und dieser Co-Kreation angelangt. Ansonsten begleitet uns wirklich immer diese Frage, wie bei Automobilen, wer stellt die Regeln auf, wer macht die Verkehrsschilder, ja, also wer, wo kommen sonst die Regelungen und die Schilder her, also das ist, also, ja, Joachim. Also ich möchte Gabi nochmal kurz ergänzen, also, weil das finde ich total wichtig, also, wenn man sich das ganze Thema anguckt, dann erschlägt es ein, an vielen, vielen Punkten. Ich habe in der letzten Zeit, nach so Teamtagen, empfehle ich immer, sich einen sozusagen ein Videokonferenzsystem anzuschaffen. Ich empfehle im Moment die Zoom, weil es ganz einfach ist. Und da generiert sich auch mal ein Mehrwert für die Kollegen, weil sie dann auch mal in eine Netzwerkarbeit eintreten können, ohne zu reisen, ohne ihren Schreibtisch zu verlassen. Und sie lernen gleichzeitig, wie man im Netz auch kommuniziert, auch welche Typen diese ganzen Systeme haben. Aber so sich sozusagen langsam daran testen und dann vielleicht nochmal mit einem Tool wie ein Etherpad oder wie ein Padlet das dazuzunehmen. Und dann kommt sogar der Schlüsselbegriff für mich, kann ich damit Neugierde wecken? Ohne Neugierde ist das echt verloren. Kann ich sehr gut verstehen. Und ich denke, du führst auch Tools an, die eben wirklich der Kommunikation und dem Gemeinsamen dienen. Also wenn ich gerade an Zoom denke oder an Etherpad, also da geht es ja um Co-Kreation und um Reden miteinander auf Augenhöhe. Zumindest für die Personen, die Access, also die halt Zugang haben dazu, sind es einfach Tools, die gemeinsame Kreation, das gemeinsame Schaffen, fördern, also die Offenheit auch unterstützen. Ja, genau. Helmut hat im Chat noch Räume für Experiment und Ausprobieren ergänzt als wichtige
erste Beiträge, die man jetzt priorisieren kann oder priorisieren sollte? Christian? Ja, ich wollte noch zu diesen Fragen was sagen. Wie werden die Lernräume finanziert? Wir werden die Lernräume finanziert, Werbung war da ein Fragezeichen. Und da bin ich als bundesstaatliche Einrichtung natürlich in der Verantwortung der öffentlichen Hand, dass diese gesellschaftlichen Entwicklungen in diesem Kontext, den wir vorher besprochen haben, zwischen Demokratisierung und starker Umbau demokratischer Mechanismen, dass hier die öffentliche Hand besonders gefragt ist, diese Finanzierung zu gewährleisten. Das ist also, das kann nicht, also jetzt von Werbung getragen werden. Ich kann nicht vorstellen, dass Red Bull oder Amazon, die machen sie eh schon. Also da die Hoheit haben. Das zweite ist, dass der bundesstaatlichen Erwachsenenbildung und allen Erwachsenenbildungsinstitutionen über Drittmittel oder über direkte Unterstützung, über Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und Erwachsenenbildung in Österreich ermöglicht wird, zu experimentieren, Mut zu haben, Fehler zu machen, denn Fehler sind gut, denn ja, wenn man alles perfekt macht, glaube ich, ist Stillstand angesagt. Das provokant gesagt. Und die nächste war die Sache mit den staatlich geprüften Weiterbildungen. Ja, da bin ich etwas skeptisch aufgrund der österreichischen Situation, wo Erwachsenenbildung nicht staatlich geregelt ist, in dem Sinn, dass es also in der Verfassung nicht genannt ist und dass es ein Commitment ist der Sozialpartner und ein Commitment ist in der Gesellschaft, was jetzt Erwachsenenbildung ist, welche Themen Erwachsenenbildung in der Gesellschaft zu entwickeln hat und auch eine sehr starke Selbststeuerung und das ist ein demokratisches Prinzip. Da bin ich also auch auf diesen kritischen Diskurs. Das wollte ich noch einbinden zu den Antworten und zu den Fragen, die da stehen. Ja, danke Christian. Es gibt überhaupt ein paar Dinge, die mir so weit noch nicht konkret angegangen sind, so zum Beispiel wie müssen Organisationen der Erwachsenenbildung beschaffen sein, um Innovation auf Seiten der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu fördern? Ja, wichtige, sehr wichtige Frage. Ich weiß nicht, ob jemand von euch eine Antwort aus dem Ärmel schütteln möchte dazu. Also ich denke, das ist ja eine... Ja, bitte, Joachim. Also ich gehe da mal wieder ganz pragmatisch aus meiner Geschichte vor. Also wir machen es uns in den Einrichtungen ja sehr gemütlich. Ne? Jeder hat da sein Büro und dann denkt er so vor sich hin und dann haben wir noch eine Teamsitzung und dann denken wir gemeinsam vor uns hin und raus kommt irgendein Angebot. Das würde schon anders aussehen, wenn man sagen würde, man muss sozusagen im regelmäßigen Abstand sein Büro verlassen und einfach an Orte gehen, wo vielleicht anders gelernt wird. Oder wo die Themen da sind, die man aufgreifen kann. Es gibt so in vielen Städten ja mittlerweile so Coworking Space und. Und dort werden ganz oft neue Themen behandelt. Und diese Coworking Space machen eins mittlerweile immer mehr, richten ihre eigene Akademie ein. Das heißt, die bleiben unter sich. Und wir kriegen da gar kein Bein rein oder keinen Zugang und wir kriegen diese freien Mitarbeiter gar nicht. Also man muss sozusagen auch, wenn man Agilität fordert, dann muss man den Mitarbeitern diese auch ermöglichen. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Und da heißt es nicht, warum bist du heute da und da hingegangen und was hast du ganz konkret als Ergebnis mitgebracht. So funktioniert es nicht. Also ich höre da so raus, jegliches technokratische Abarbeiten seines Tagesplans steht eigentlich einer wirklichen Innovation entgegen. Und was ich auch raushöre, was ich ganz spannend finde, du hast die Frage als erstes, schien mir auf der Ebene der Bildungsmanagerinnen beantwortet, Joachim. Du hast gesprochen, wir haben alle unser eigenes Büro. Du hast also an diejenigen von uns gedacht, die sich als Bildungsmanager, Bildungsmanagerinnen verstehen. Ich weiß nicht, ob die Frage dorthin gerichtet war. Ich finde das ganz interessant. Also es deckt sich mit meiner Wahrnehmung, wo ich auch denke, es braucht bei den Bildungsmanagerinnen in erster Linie und im ersten Schritt zunächst einmal so diese Innovation oder dieses Andersdenken, Neurandenken an die Digitalisierung. Ich finde das einfach einen interessanten Zugang,
so zu antworten auf diese Frage, ja, um Innovation auf Seiten ihrer Manager zu fördern. Ja, genau, genau. Ja, die Frage nach der Qualitätsdebatte steht da jetzt auch noch so als Diskussionsvorschlag. Es fehlt eine gemeinsam geführte Qualitätsdebatte. Joachim, du wehrst ab. Kann man sehen. Ja. Ich denke, es führt jetzt zu weit. Wir werden, es ist drei Viertel fünf, wir werden jetzt da nicht tief einsteigen können in den Diskussionsvorschlag, außer jemand von euch möchte kurz was dazu sagen. Ich denke schon, dass viele der Fragen, die wir jetzt angesprochen haben, Fragen der Qualität von Bildungsangeboten berühren, auch Fragen der Qualität von Bildungsangeboten sein können. Zum Beispiel das, was man so als Kontextbewusstsein oder als kritisches Mitdenken von Fertigkeiten oder Inhalten digitaler Natur sehen kann, also dass das wirklich könnte ein Qualitätsmerkmal von Bildungsangeboten sein. Ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen wollt oder ob das zu sehr jetzt. Ja, Helmut, bitte. Da ist noch eine Anmerkung, die hat durchaus was mit Qualität auch zu tun. Ich glaube, dass es wichtig ist zu sehen, dass mittlerweile sehr viele verschiedene Akteure in oft sehr schmalen Bereichen aktiv sind. Ja. Und dass dieses Zusammendenken und diese Orte zu schaffen, wo sehr unterschiedliche Akteure, Organisationen, Einzelpersonen sich auch mal austauschen über Verständnis, auch ein wichtiger Aspekt sein könnte für eine Qualitätsdebatte. Also nur kurz zurückgedacht, die letzten Tage, die wir verbracht haben im BIFAB bei Medien und Demokratie im Wandel, also die Blickrichtung auf Medienkompetenz von den Medienakteuren, von der Erwachsenenbildung oder von den spezifischen, den nicht kommerziellen Mediengestaltern oder den kommerziellen oder öffentlich-rechtlichen, die war extrem unterschiedlich. Ja. Und es war sehr spannend, jeweils zu verstehen, warum die Einzelnen wie darauf blicken. Ja. Und sozusagen damit auch quasi für sich selbst wieder was anderes mitzunehmen und sozusagen das eigene Umgehen damit wiederum ein Stück weiterzuentwickeln. Also ich glaube, dass dieses multiperspektivische und unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen kann auch ein wichtiger Aspekt sein in der Qualitätsdebatte. Sehr wichtig, danke dir Helmut. Ich denke, das ist also ein Stichwort für dich, Christian, für das BIFAB und auch für uns mit Erwachsenenbildung.at, sozusagen das Zusammenführen der unterschiedlichen Perspektiven, die es zu der Thematik gibt, denke ich, ist sowohl auf eurer als auch auf unserer Agenda hier bei Erwachsenenbildung.at, was die Digitalisierung betrifft. Und also ich möchte mich da dir anschließen. Christian, du hast da vorher die staatliche Förderung und Unterstützung für diese Räume des offenen Ausprobierens und des offenen Austausches erwähnt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch für diese staatliche Unterstützung bedanken, die uns ermöglicht, Perspektiven zusammenzuführen zu dieser Thematik und einfach Perspektiven verschränkt, also diese Orte zu haben, physischer oder auch digitaler Natur, um Perspektiven zu verschränken, was das Digitale betrifft. Ja. Genau, genau. Ich sehe, da gab es auch viel Zustimmung. Genau, im Chat, ja, von Wilfried Frey lese ich da auch die Frage, also die Anmerkung, dass es nicht nur um Innovation geht, sondern auch das Erprobte, Neue in die Breite zu bringen. Das ist ja auch für uns, für Cunedo auch immer wieder so die Beobachtung gewesen mit dem EBMOG, dass das eben auch wichtig ist, ja, so diese Breite des Erprobten erst einmal auch unterstützen zu können. Okay. Schau mich um, ob wir jetzt noch lose Enden herumliegen haben, die wir unbedingt noch besprechen sollten. Wenn das nicht so ist, möchte ich euch ganz herzlich danken. Es ist mir, war mir und ist mir noch eine Freude, mit euch da gemeinsam zu diskutieren. Gibt es von euch Podiumsgästen? Etwas, was ihr noch um 10 vor 5 unbedingt gerne abschließend sagen möchtet, ja, was ihr einbringen möchtet, bevor ich langsam zum Abschluss dieses Web-Talks überleiten muss? Was bewegt euch jetzt? Ja, Joachim, bitte. Also für mich passt immer das
so ein Zustandbeschreibung, ne? Erwachsenenbilder sollten always better sein. Ja, oder immer gemeinsam. Always better oder, ja. Ja. Genau, Erwachsenenbilder sollten always better sein. Aber auch, oder immer gemeinsam, ja. Hätte ich heute so mitgenommen aus der Diskussion. Ja. Das ist kein Widerspruch. Mhm. Also im Grunde genommen ist es ja so, dass wir, wenn wir irgendwas sozusagen im digitalen Kontext anfassen, ja oft gar nicht wissen, wohin uns das führt. Aber dieser Zustand wird in Zukunft nicht aufhören. Ja, an den sollten wir uns gewöhnen, gell? Mhm. Wenn ich einen Fernseher kaufe und den habe ich zu Hause ausgepackt, dann weiß ich, es gibt schon einen besseren. Wenn ich darauf warte, komme ich nie dazu, mir einen zu kaufen. Okay. Ja, manchmal gut. Ja. Ja. Okay. Also, die Option, Nein zu sagen, die gibt es immer. Das ist vielleicht schon auch nochmal eine Option. Okay. Was? Das ist die Frage. Es ist noch eine Einladung, wieder in die Diskussion einzusteigen. Gell? Ich versuche jetzt einfach wirklich mal so Abschlussstatements zu sammeln oder ganz kurz, ganz prägnant. Christian? Bitte. Ja, ganz kurz. Also aus meiner Funktion, nicht aus meiner Person heraus spreche, sondern Funktion, denke ich, dass das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung eine große Aufgabe hat, zu ermöglichen, die Möglichkeit zu schaffen. Und das im Dialog, im Diskurs und auch mit der Gelassenheit unterschiedliche Stimmen und Pluralität und Diversität zuzulassen in Gedanken und Personen und verstärkt auch im internationalen Kontext. Und das wird durch digitale Kanäle viel einfacher als vor vielen Jahren, wo man lange reisen musste, um nach Brasilien zu fahren, um an einem UNESCO-Kongress teilzunehmen. Ja, wunderbar, genau. Vielen Dank, genau. Danke dir, Christian. Und ich weiß nicht, Gabi, ob du außer deinem sehr kraftvollen Statement von vorhin, die Erwachsenenbildung braucht eine neue digitale Haltung, heißt das? Braucht eine digitale Grundhaltung. Ob du noch was drauflegen möchtest jetzt für den Abschluss, noch ein anderes Schlussstatement oder ob du das unterstreichen möchtest? Naja, es sind da jetzt ständig die Fragen auch zum EB-Camp. Ich möchte natürlich auch vielleicht zum Abschluss noch nutzen, da ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Ich denke, das EB-Camp ist eben die Möglichkeit, da jetzt die Diskussion auch fortzusetzen, die wir da jetzt angefangen haben, und uns ja auszutauschen und gemeinsam weiterzuentwickeln und unsere Grundhaltungen auch zu ändern und vielleicht auch Möglichkeiten zu finden, wie man in kleine Schritte unsere Organisationen und unsere Personalentwicklung vielleicht auf Vordermann bringen kann. Wunderbar, ja. Danke Gabi. Es war so die Frage, wer dort sein wird, also von uns, wer wird von uns dort sein, also wir werden dort sein, ja. Ich glaube vielleicht, dass du, Joachim, vielleicht nicht anreisen wirst, das weiß ich nicht, aber wir anderen werden jedenfalls dort sein. Wir haben schon, also auf der Webseite, die ich da vorhin gepostet habe, gibt es auch die Möglichkeit, Session-Vorschläge im Vorhinein zu posten. Und da hat der Joachim ja auch schon angefragt, ob er nicht online teilnehmen kann. Also wir werden schauen, dass wir diese Möglichkeiten irgendwie auch in Gang bringen können. Sehr schön. Also wir werden so vollständig wie möglich dort auch versammelt sein und face-to-face weiter diskutieren. So wie man ja generell sagen kann, bei diesem Thema Digitalisierung und Erwachsenenbildung nach der Diskussion ist vor der Diskussion, es geht weiter, wir sind mittendrin und wir lernen gemeinsam weiter. Auch Erwachsenenbildung.at arbeitet an neuen zusätzlichen unterstützenden Angeboten in diesem Feld, in diesem Bereich. Fürs Erste ist es aber an mir jetzt, einen Abschluss zu finden, euch herzlich zu danken und auch allen, die bis jetzt mit uns bei der Diskussion dabei geblieben sind. Ich sehe, es haben uns nur wenige zwischendurch verlassen. Einige haben auch sich zwischendurch verabschiedet, gesagt, warum. Ich hoffe, es hat Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch so gefallen und Spaß gemacht wie mir.
ich entschuldige mich nachträglich dafür, dass es uns nicht gelungen ist, jeden einzelnen Kommentar, jede Nachfrage im Chat aufzugreifen. Ich habe aber auch mit Freude beobachtet, dass der Chat als Parallelgespräch nebenbei auch sehr lebendig verlaufen ist und dass sie dort ja auch untereinander fest diskutiert haben. Danke noch einmal an unsere Podiumsgäste, Gabi Filzmoser, Joachim Zucker, Helmut Peißl und Christian Gläuber. Wie immer werden wir die Aufzeichnung des Web-Talks in Kürze auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen. Ich denke, Karin kann uns den Link auch jetzt noch einmal und hat uns den Link zum Podcast auch schon eingeblendet. Und Sie sehen den Link ja dann auch auf erwachsenenbildung.at in unserem Newsletter, in unserem nächsten und auch auf unseren Facebook-Seiten. Der nächste Web-Talk wird in diesem Fall schon sehr bald stattfinden, nämlich nächste Woche. Wir haben nächste Woche schon den nächsten Web-Talk. Diesmal an einem Vormittag und zwar am 12. November zum Thema Lern- und Bildungsräume. Ein Thema, das ganz am Rande heute auch schon angeklungen ist. Und dieser Web-Talk wird von meiner lieben Kollegin Christine Berntaler moderiert werden. Wir freuen uns sehr, wenn die eine oder der andere von unseren heutigen Gästen dann auch nächste Woche wieder bei uns dabei ist. Bevor Sie sich verabschieden, noch eine Bitte. Wir haben einen Feedbackbogen vorbereitet. Wir lernen ja auch. Wir wünschen uns bitte Ihr Feedback, was die Gestaltung, Choreografie, Moderation und so weiter dieses Web-Talks betrifft. Bitte sind Sie so lieb und füllen Sie auch diesen Feedbackbogen aus. Geben Sie uns Ihr Feedback. Wir haben da hier im Chat schon die Feedback-Umfrage, den Link zur Feedback-Umfrage gepostet. Bitte seien Sie so lieb und geben Sie uns Ihr Feedback. Hier auch noch einmal auf der Notizenseite. Wir sind sehr dankbar dafür. Vielen lieben Dank für Sie alle, an Sie alle fürs Dabeisein. Ich wünsche Ihnen ein lebendiges Weiterkommen in der Frage der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei der einen oder anderen Gelegenheit und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wiederschauen. Dankeschön auch. Tschüss. Thank you.